Noch 5 Tage bis zur Wiesn. Endlich kommt Mr. Gravity an, als einer der letzten Schausteller. Und das heißt, es wird eng für ihn. Mobilbox, da können Sie schon wieder reintreten in die Karre. Wenn so dumme Schausteller sich hier in den Weg reinstellen. Das Auto hier muss dringend weg, es versperrt die Zufahrt. Viel Zeit zum Aufbau bleibt nicht. Das Münchner Oktoberfest mit über 6 Millionen Besuchern. Das größte Volksfest der Welt. Der Aufbau dauert 10 Wochen. Die großen Zelte und Fahrgeschäfte, eine XXL-Baustelle. Am Ende wird die Zeit knapp werden. Wenn das jetzt erneuert werden muss, dann haben wir hier eine Riesenkatastrophe. Das ist eine blöde Sache. Wer kann Bagger fahren? Man muss das koordinieren, das Ganze. In Spanien kommen wir erst, wenn man zum Schluss fertig ist. Noch 10 Tage bis Wiesnbeginn. Einfach schick machen, okay? Wie ist mir wurscht. Hauptsache schick, okay? Problem ist, ihr müsst hier noch die Bohnen verlängern. Ihr geht dann so langsam rüber, und zwar bis zur Südseite. Der Biergartenboden muss dringend fertig werden in der Ochsenbraterei. Markus Schlawe muss überall gleichzeitig sein. Er ist hier zuständig für den Aufbau. Wie am WC. Wieso helfst du denen wieder? Wissen sie wieder nicht weiter? Okay, alles klar, super, dann macht das. Alles klar, danke, Michi, ciao, ciao. Stress pur, Anspannung, ohne Worte. Jetzt im Augenblick häuft es sich übermäßig viel, weil es jetzt auch ein bisschen an die Substanz gehen, weil die Leute sind teilweise schon müde und kaputt. Nächste Woche müssen wir fertig sein. Am 16. geht die Wiesn los. Man merkt es ihm nicht an. Markus Schlawe ist Profi. Doch vor 3 Jahren kam es für den Zimmerer auf einer ganz anderen Baustelle zu einem folgenschweren Unglück. Jetzt wird die Fassade oben weitergemacht. Ich selber gehe nicht mehr oben auf die Telebühne, weil ich einen schweren Unfall vor 3 Jahren circa gehabt habe. Wir haben Dachfenster eingebaut. Mir hat es von oben leicht genieselt. Ich hatte einen Sägespäne unter den Stiefeln gehabt und bin weggerutscht und bin dann vorne über Kopf runter und bin dann unten eingeschlagen. Und der Notarzt, sie haben alle gesagt, also 7 Engel, was auch immer oder wie man das sagen mag. Und willkommen im Leben. Nach seinem Unfall musste Markus vieles neu lernen. Deshalb hat er für diese Mammutaufgabe hier besondere Rituale. 7 Wochen zuvor. Der Zeltaufbau beginnt. Es ist Anfang Juli, einer der heißesten Tage des Jahres. Wer muss suchen? Ja, I don't know. Wer kann noch Bagger fahren von euch? Wer kann Bagger fahren? Und jemand muss noch Bagger fahren können von euch? In Juli. Nur du. Fahrer, ja? Nur du. Ja? Okay. Und muss schauen, dass wir unseren Plan und Zeitplan einhalten. Das ist das Problem. Und jetzt braucht ihr noch einen Baggerfahrer. Genau, aber den haben wir da. Und wo finden wir den schon? Wenn ich muss mich selber reinsetzen. Er muss sich selber reinsetzen, um Dachplanen zu holen. Heute müssen sie das Zeltdach dicht bekommen. Markus muss alles koordinieren. Auch die Saisonkräfte, die kaum Deutsch verstehen. Deckel, immer drauf, zumachen. Zumachen, ja? Weil wenn einer läuft, bumm. Bein wird kaputt. Das Gerüst steht. Die letzten Balken werden verschraubt. Jetzt müssen die Planen übers Dach. Bei sengender Hitze. Extrem, vor allem für die Höhenarbeiter. Heute haben wir 38 Grad und dann stehst du oben und dann hast du das Gefühl, du bist in der Sauna bei 90 Grad. Weil das Alu oder das Stahl gibt dann noch die Wärme auch ab und so weiter. Und das ist teilweise wirklich eine Quälerei. Die Planen müssen ganz symmetrisch über das 60 Meter lange Dach gezogen werden. Das geht nur per Hand. Uno, zwei, drei, schieb, 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 schieb. Plötzlich geht es nicht mehr weiter. Das ist alles kaputt. Ja? Keine Ahnung, warum? Hol dir mal die Kiste da vorne raus. Wir schauen da noch mal rein. Dann sind die Stil schon für den Anbau. Ja, klar. Dann schaust du da vorne rein. Es gibt einmal längere Plan fürs Hauptschiff und es gibt kürzere Plan für den Anbau. Genau, jetzt haben sie festgestellt, dass sie zu kurz ist beim Rausheben.
Und deswegen müssen wir jetzt durchschauen, ob wir da hinten in der anderen Kiste noch eine große haben. Eines von vielen Problemen an diesem Tag. Doch am Ende steht das Dach. 10 Wochen, um das größte Volksfest der Welt aufzubauen. Von Anfang Juli bis Mitte September wird an 6 Tagen die Woche gearbeitet. Allein in die Ochsenbraterei sollen am Ende 7.500 Menschen passen. Bis es soweit ist, sind 1.000 Lkw-Ladungen nötig. Wie bei Mr. Gravity, er kommt immer noch nicht auf seinen Stellplatz. Die Stimmung könnte gleich kippen. Schon eilen links und rechts die Nachbarn herbei. Absprache, wer welchen Platz noch braucht. Das Problem, es ist gar nicht der Stellplatz, mit dem der Schausteller Frank Oberschelp gerechnet hatte. Ursprünglich war hier vorne neben dem Riesenrad. Aber da hatte jetzt irgendwas mit dem Fluchtweg nicht gepasst. Okay. Weil die das Geschäft rund eingeplant hatten. Es ist aber viereckig und deswegen bauen wir jetzt hier. Für euch irgendeinen Unterschied? Ich weiß es nicht. Endlich fährt das Auto aus dem Weg. Mr. Gravity reist auf 3 großen Sattelschleppern. Und die müssen hier jetzt für 18 Tage parken, also Fluchtwege freihalten und Platz sparen. Ich hab's schon enger gehabt. Die Oberschelps sind das erste Mal auf dem Oktoberfest. Da gibt es noch keine Erfahrungen aus dem Vorjahr. Ja, gleich noch ein bisschen bei dir wieder weg. Ne? Das Rangieren dauert. Der Sattelschlepper mit dem Fahrgeschäft blockiert immer noch die Schaustellerstraße. Die Kollegen werden ungeduldig. Die müssen auch noch ihren Schokofrüchtestand aufbauen. Man muss das koordinieren, das Ganze. Wer kann jetzt da hinten rangieren, stellt den Wagen daher, ist die Straße frei oder hat er Zeit? Dann kein Stress. Könnt ihr euer Zeug auch mal. Richtig, sein. Genau. Aber wir kommen auch aus Rosenheim, deswegen. Okay. Und wir haben noch Transporte zu fahren, noch 4 Stück. Okay. Der Chef rangiert das Herzstück persönlich. Alle Kollegen helfen beim Einweisen. Das Karussell wiegt mit Zugmaschine 67 Tonnen. Die verzeihen nur kleine Fehler, aber es geht alles gut. Jetzt ist entspannt. Jetzt haben wir die Sachen stehen. Das Karussell hinterher, das wird noch dann haargenau hingefahren. Aber das ist jetzt Hauptsache, die Fahrzeuge sind alle drin. Das haben wir jetzt erreicht. Für heute ist es erstmal gut. Der Wohnwagen allerdings, der soll noch ganz gerade stehen. Und morgen soll das große Karussell aufgebaut werden. Zurück bei Aufbauleiter Markus Schlabe. Seit seinem Unfall braucht er Routine. Jeden Morgen steht er um 4 Uhr auf, verinnerlicht Zeltpläne, Tagesabläufe, überlegt sich Worst-Case-Szenarien. Weil ich mit dem Kopf auch aufgeschlagen bin und leider hat das Kurzzeitgedächtnis und auch das Langzeitgedächtnis ein bisschen drunter gelitten. Und das hilft mir bei gewissen Routinensachen, das Ganze aufzuarbeiten. Also letztes Jahr zum Beispiel war es teilweise wirklich schlimm. Da stand ich dann wirklich da und musste dann echt 5-mal überlegen und habe dann auch vor Wut dann irgendwo mal gegen die Wand getreten. Und das Problem ist halt, du darfst keinen zeigen. Keiner muss sich irgendwelche Sorgen machen. Es läuft einfach. Die letzten Tage vor Wiesenbeginn werden Markus noch mal alles abverlangen. Noch 4 Tage. Das Team von Frank Oberschelp baut das Karussell auf. Eigentlich weiß jeder seine Handgriffe. Und trotzdem gibt es immer wieder kleine Überraschungen. Manchmal finden wir beim Aufbauen einige Fundsachen, die wir auf die Leute auf dem letzten Platz verloren haben. Schon mal gesehen, dass da ein Handy oder eine Brille drin liegt. Es hat auch schon mal beim Aufbauen ein Handy in der Karussell drin geklingelt. Heute bleibt es ruhig. Das Team besteht aus 4 Mann. Sebastian, Erik und Sven bauen zusammen mit dem Chef das Karussell auf und ab. Teilweise schon seit Jahren. Pflege ist wichtig und zuletzt hat das Karussell auch ganz schön gelitten. Der kommt jetzt halt so von 16 Tage Rosenheim. Das war ein sehr staubiger Platz. Dann hat zwischendurch viel geregnet. Und hier oben sind Aluböden drauf und dann läuft natürlich das Alu scheuert. Und dann läuft da natürlich auch der Dreck runter. Gerade wenn eine Veranstaltung 16 Tage geht, sammelt sich natürlich auch viel an. Es könnte jetzt sehr routiniert gehen, aber unerwartet meldet sich der Nachbar. Ihm gefällt der Blick von seinem Fahrgeschäft rüber zu Mr. Gravity noch nicht. Zu viel Technik, das ist einfach nicht schön. Ist eine blöde Sache. Hier die Einsicht, dass das alles ein bisschen schön aussieht.
das versuchen wir jetzt irgendwie ordentlich hinzukriegen. Ja, müssen uns ja untereinander ein bisschen arrangieren. Kann ja nicht der eine den anderen wehtun, das gefällt uns beide nicht. Ein paar Sichtschutzwände hübschen die Optik zwischen den Nachbarn dann auf. Nächste Überraschung, ein Teil des Podestes muss noch mal weg. Der Chef buxiert eine Zugmaschine auf dem letzten Zentimeter vom Gelände. Die Deko der Nachbarn ist kurzzeitig schwer in Gefahr. Das war alles so nicht geplant. Einer der Nachteile, wenn man zum ersten Mal da ist. Ich wusste nicht, laut Sicherheitskonzept dürfen keine betankten Fahrzeuge auf dem Gelände stehen. Nur mit Ausnahmen. Wie ein Kran oder die Ausnahme für einen normalen LKW, die hatten wir nicht. Die Zeit läuft, der Aufbau geht jetzt schon fast 8 Stunden. Langsamer als sonst. Das liegt an der Hitze und auch daran, dass die Wege hier auf der Theresienwiese einfach weiter sind. Für den nächsten Vormittag hat sich der TÜV angesagt. Und die anderen Fahrgeschäfte fahren schon im Probebetrieb. Müssen wir jetzt verarschen, oder? Zurück bei Markus Schlawe in der Ochsenbraterei. Will ich nicht verarschen, Digga. Der ist eingebrochen. Die drücken hier nur runter. Die sind doch Holzplatten. Wenn das runterkommt, haben wir ein Problem, Alter. Der Abwasserkanal fürs Zelt ist das. Unter anderem mit einer. Ratlosigkeit bei Markus Schlawe und seinem Team. 2 Betonplatten im Abwasserkanal sind gebrochen. Wenn das Fundament reinrieselt, könnte das den Abfluss des Zeltes verstopfen. Da sind Platten kaputt und wenn da die reinfallen, dann fällt der ganze Schotter, der dort ist, fällt dann rein und dann haben wir das Problem, dass der ganze Abfluss so ist. Und hier hängt Küche mit dran und Spülküche. Ruf einen Konischki an. Warte mal, ich rufe ihn mal an, er soll mal vorbeikommen. Das solltest du dir mal anschauen. Danke dir, merci, danke dir. Ciao, ciao. Den ganzen Boden aufreißen, um die Platten zu erneuern. 7 Tage vor Wiesenbeginn. Für Markus keine Option. Wenn das jetzt erneuert werden muss, dann haben wir hier eine Riesenkatastrophe. Zurück bei Mr. Gravity und Familie Oberschelp. Noch 3 Tage bis zum Start der Wiesen. Für Mr. Gravity ist das heute der entscheidende Tag. Das Karussell ist das erste Mal auf dem Oktoberfest. Die technische Abnahme steht an. Fahrgeschäftklasse, Heavy Rotation. Es geht also zur Sache. Fliehkräfte bis 5G und Geschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometer. Technisch läuft das. Aber sieht das der Prüfer auch so? Ja, eigentlich haben wir uns immer gut geeinigt. Gut, jeder TÜV ist anders. Jeder, der eine guckt das, der eine sagt, wie kann das sein? In der Ochsenbraterei sollen die gebrochenen Betonplatten nicht ausgewechselt werden. Wir werden jetzt gar nichts machen. Worst-Case-Szenario ist, dass wenn es einbrechen sollte und der Sand runterkommen sollte durch diesen Bruch, dann kommen wir hier von der Absorgung und dann wird es ausgepumpt. Und deswegen hat sich das für dieses Jahr erledigt. Ich muss die Notausgänge noch checken. Schon bald ist Feuerwehrabnahme. Die entscheidet, ob das Zelt öffnen darf oder nicht. Die letzte große Hürde für Aufbauleiter Markus Schlawe. Also ich muss jetzt bei den Notausgängen checken, die Breite, genau wo sie sind. Da müssen überall Piktogramme noch gesetzt werden. Bei den Not- und Rettungswegen ist die Feuerwehr streng. Da gibt es kein Wenn, kein Aber, keine Diskussion. Da gibt es nur eine Eins oder gar nichts. Bei Mr. Gravity kommt der TÜV zur Abnahme. Hallo. Morgen. Morgen. Hallo. Prüfer Christian Falk schaut erstmal in die Bücher. Da ist alles in Ordnung. Also geht es gleich raus ans Gerät. Es ist die 3. TÜV-Prüfung in 3 Monaten auf einem Volksfest in Bayern. Schweißnähte werden begutachtet. Die Unterpallungen werden begutachtet, A, auf festen Sitz, auf ausreichende Größe. Die müssen auf einen Meter groß sein hier, die 4 Unterpallungen. In Dachau ziemlich aufwendig, jetzt in Rosenheim ziemlich aufwendig. Ja, und jetzt hier wieder. Also nach hier muss die Anlage top in Ordnung sein, denke ich mal. Die Stadt München sagt aber, so wie viele andere Gemeinden in Bayern, wir möchten, dass der TÜV zusätzlich außer der Reihe trotzdem noch mal mit hinschaut. Sollte der Prüfer irgendeinen Mangel finden, dann würde das für Frank Oberschelp bedeuten, Nacharbeiten. Jedes Volksfest mit eigener TÜV-Prüfung,
Das ist schon etwas sehr gründlich bayerisch. Aber die Schausteller klagen nicht, auch wenn sie jede Prüfung bezahlen müssen. Weiter geht es mit den Sitzen und vor allem mit den Schulterbügeln. Die sollen die Fahrgäste auch bei hohen Fliehkräften und Tempo sicher festhalten. Es ist ein mechanischer Gurt, der sich individuell an die Körpergröße anpassen muss. Ein Sensor überwacht zusätzlich, ob der Gurt richtig geschlossen ist. Gut, prima. Sehr schön. Passt. Und wenn der Sensor keine Freigabe erteilt, dann darf die Anlage nicht fahren, darf nicht losfahren. Und je neuer die Anlagen sind, desto eher sind so eine Sicherheitsfunktionen eingebaut, dass man praktisch gar nicht losfahren kann, wenn es irgendeinen Fehler gibt. Ja. Wenn ich die Anlage ausschalte und morgens einschalte, die will, bevor ich irgendwas machen kann, müssen alle Bügel einmal geöffnet sein und dann wieder schließen, sonst kann ich erstmal gar nichts machen. Also das überprüft sich schon einmal selber. Das ist ein Selbsttest, genau. Ja. Meine Stoppuhr anmachen hier. Es kommt der letzte Test, der Fahrbetrieb. Mr. Gravity muss zeigen, was er drauf hat. Der TÜV prüft, ob Beschleunigung und Abbremsen nicht zu viel Kraft entfalten. Nicht, dass die Fahrgäste am Ende ohnmächtig werden. So, Sie können ganz normal anfahren bis auf quasi volle Geschwindigkeit, ja. Oder? Und geht das auch ohne Heben? Also das ist nur ja. Die Drehung? Ja, kann alles nur die machen. Rotation da. Alles, was ich jetzt gesehen habe, funktioniert. Schon wartet das nächste Fahrgeschäft auf den Mann vom TÜV. Mr. Gravity hat es geschafft. Betriebserlaubnis erteilt. Jetzt kommt ja noch ein paar bisschen Dekoration. Die Anlage muss noch geputzt, gewaschen werden und noch alles eingefettet werden. Ich hoffe mal, dass wir vielleicht den Freitag sogar frei machen können, einen Tag vorher. Das heißt, wir haben heute und morgen noch, vielleicht klappt alles. Wäre schön, wenn man sich einen Tag vor der Wiese noch mal ausruhen kann. Die Unerschrockenen werden sich dann in diese Wiesenneuheit stürzen. So sieht das aus, wenn man drinnen sitzt und mitfährt. Für Mr. Gravity kann die Wiesen beginnen. Wo hier unten? Stressig. Hochtour. 1.000.000 Dinge, die einem noch einfallen, die erledigt werden müssen für die Feuerwehrabnahme. 8 Uhr morgens, 2 Tage vor Wiesenbeginn. Es ist der Tag der Entscheidung. Die brandschutztechnische Abnahme steht an. In einer halben Stunde kommt die Feuerwehr in die Ochsenbraterei. Alles muss rechtzeitig fertig werden. Ich kann mich nicht um Scheißklebern kümmern. Hä? Flex? Flex? Hast du eine Flex irgendwo noch? Ich weiß nicht, wo die jetzt die Flex haben. Also mit Profis arbeiten oder was? Ja, ja. Ich bring dir einen. Ja. Mann. Geschmeidigen Sprüche. Die To-Do-Liste von Markus Schlawe ist lang. Aber ein Staubsauger? Irgendwo? Nee, nicht mehr. Okay, cool. Für ihn geht es heute um alles. Nämlich darum, ob das Zelt am Samstag öffnen darf oder nicht. Markus muss sich genau fokussieren. Die letzten Minuten. 18 Uhr, okay. Vom Grundprinzip steht alles so, wie es stehen muss. Die Ausgänge und Zugänge sind auch alle passend. Die habe ich nochmal nachkontrolliert. Aber es ist immer schöner, wenn jetzt noch kleine Details auch schon fertig dastehen. Das macht dann immer gleich auch noch einen besseren Eindruck. Dann weiß man, dass man mit Profis zusammenarbeitet oder dass man alles im Griff hat. Da sind schon die Herren von der Feuerwehr. So wie es ausschaut, kommt jetzt die Feuerwehr. Die ist auf dem Weg, so wie ich das vernehmen kann. Wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen. Mit der Feuerwehr gibt es nichts zu handeln. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Da haben wir keinen Verhandlungsspielraum. Können wir mal da ein Auge zudrücken? Nein, können wir nicht. Dann taucht die Feuerwehr auf. So. Servus, morgen. Servus, grüß dich. Soll ich Bescheid sagen? Grüß dich. Morgen. Hallo. Soll ich Anja holen? Farbe, kurz. Das Entscheidende für die Feuerwehr: Bestuhlung, Notausgänge, Flucht- und Rettungswege. Alles muss eine Mindestbreite haben. Jedes Zelt braucht ein ausgeklügeltes System, falls Panik ausbricht. Der Weg zum nächsten Notausgang darf von jedem Platz aus gesehen maximal 30 Meter lang sein. Auch Wirtin Antje Haberl kommt dazu. Und wie streng sind Sie? Es gibt kein Ermessen. Der genehmigte Plan ist so umzusetzen. Und was ist, wenn irgendwas nicht stimmt? Dann hat der Zeltbauer bis Samstag halt noch die Möglichkeit, entsprechend nachzubessern.
Dann beginnt die Abnahme. 80 geht. 16 mal 8. Passt. Der Rauschung ist echt durch. Bei Wirtin Antje Haberl steigt die Spannung. Da haben wir 1,80. 1,80, oder? Ja. Passt. Alle Durchgänge sind gecheckt. Und? Darf das Zelt aufmachen? Dieses Thema, was wir draußen noch gehabt haben, habe ich es erledigt. Mhm. Passt auch alles. Passt auch alles. Genau, mal, genau das haben wir alles auch erledigt und haben wir auch geändert. Dann machen wir uns dann auch. Gut. Die Feuerwehr ist zufrieden. Vielen Dank. Dann auf und zu Wiesen. Danke. Und erfolgreiche Veranstaltung. Danke schön. Wiedersehen. Wiedersehen. So, gut. Wir haben keine Fehler gefunden. Das heißt, jetzt habe ich Riesenerleichterung. 9 Stunden später. Hebauf für alle Handwerkerinnen und Handwerker. Auch Markus ist mit dabei. Bei ihm bedanken sich die beiden Wirte, Antje Haberl und Sohn Luis, besonders. Markus Schlafek, unser bester Mann hier, wenn. Vielen Dank, dass du alles immer direkt möglich machst. Das ist ein sehr wohltuendes Gefühl und auch eine Anerkennung. Die Wiesn kann jetzt ab sofort losgehen. Ja. Und so gehen 6 Wochen Knochenjob zu Ende. Als Dankeschön für alle Mitarbeiter mit einer besonderen Lichteinlage.